Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir haben es in die Graberstraße geschafft, die irgendwo wieder im Schlund ist, immer noch. Pindelmann, aha. Und dann ist es Krämerladen. Mit dem Typ haben wir schon geredet, nicht wahr? Ne, mit dem Typ haben wir noch nicht geredet. Spindelmann, ach so, da fehlt die Hälfte auf der Karte. Hm? Absolutely. What is this Kith creature? Was ist das, Zwergkreatur? Der Vitrak, ja, Vitrak heißen sie, neigt den Kopf und richtet seine vielen Augen auf dich. Seine eigenartigen Gefährten starrt dich ebenfalls mit unnatürlicher Eindringlichkeit an. Look, but don't touch, I say. Nur gucken, nicht anfassen, sage ich. What secrets does it bring? Welche Geheimnisse bringt es? Du spürst ein leichtes Kratzen in deinem Kopf. Eine andere Stimme spricht direkt in deinem Verstand mit dir. Let us see. Let us see. Lass uns sehen, lass uns sehen. Der Vitrak klackt entzückt seine Klauen zusammen. Der Vitrak richtet seine Aufmerksamkeit auf Tikeo, der zusammenzuckt. No prize secrets in this one. Not like the others with the water sense. Keine interessanten Geheimnisse in diesem hier, nicht wie bei den anderen mit dem Wassersinn. Their minds carry secrets of a damp cave, a hateful glare beneath a stagnant pool, a dead woman's regret. Ihre Geister bergen Geheimnisse von einer feuchten Höhle, ein hasserfüllter Blick unter einem stillen Becken, die Reue einer toten Frau. Der Witter rollt voller Entzücken die Augen zurück. Tikeo, sagt dir das etwas? Gibberish. The floating spider had best explain itself. Quatsch, die schwebende Spinne sollte sich besser mal erklären. Kith hoard many secrets. The best ones they bury deep in their cities, behind mighty walls. Gestandene horten viele Geheimnisse. Die besten davon vergraben sie tief in ihren Städten hinter gewaltigen Mauern. But what secrets fill your mind? Aber welche Geheimnisse für deinen Verstand? Der Vita richtet seine hungrige Aufmerksamkeit wieder auf dich. Welche Geheimnisse willst du? Nichts tun? Lass uns stattdessen reden. Warum fragst du mich nicht einfach, was du wissen willst? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. Ich will dich nicht in meinem Kopf haben. Außer aus meinem Kopf oder ich mach dich kalt. Ja, welche Geheimnisse willst du? Any. All. Jegliche alle. Er stürzt sich in deine Gedanken und greift nach ihnen. Yes. You came to Deadfire seeking knowledge too. Ja, du kamst ebenfalls auf der Suche nach Wissen ins Todesfeuer. Lass uns doch einfach stattdessen reden. Warum fragst du mich nicht einfach, was du wissen willst? The language of tongues is a dull, tedious thing. Die Sprache der Zunge ist beschränkt und mühsam. Er schnappt seine Mundwerkzeuge zusammen. Why ask when you can see for yourself? Warum fragen, wenn man mit eigenen Augen sehen kann? Der Vitrak trägt weiter deinen Verstand vor und zupft an deine Erinnerung. O Watcher, the Deerwood, the wasteland of the white that wends. Ein Wächter der Dürrwald, die Einöde des ewigen Weißes. Ich will dich nicht in meinem Kopf haben, raus aus meinem Kopf oder ich mach dich kalt. Warten. A death, a life, a white sea, stirred by storms and pirates and... Ein Tod, ein Leben, ein weiteres Meer, aufgewühlt durch Stürme, Piraten und Eotas riesiger leuchtender Kopf erscheint in deinem Verstand. Ah, a wonderful secret. Ah, ein wunderbares Geheimnis. Du hörst den Vitrak mit seinen Mundwerkzeugen klacken und sie aneinander reiben. Du erinnerst dich an ein Verlies, an einen Vielfraß, der seine Lippen... Es erinnert dich an einen Vielfraß, der seine Lippen leckt. I don't trust this creature at all. Ich traue dieser Kreatur nicht, ganz und gar nicht. Er musterte den Vitrak und schied in Richtung Ausgang. Die bedrohte Psyche der Kreatur spürt eine Frage deinem Verstand nach. Deine eigenartigen Gefährten stehen still und warten. Was macht ihr im Schlund? We dig. There are many mines here with many secrets, many depths with even more. Wir graben. Hier gibt es viele Geister mit vielen Geheimnissen. Viele Tiefen, unter denen noch weitere warten. Eine Stadt unter einer Stadt.
Eine andere in den Ruin. It teems with young secrets, rivalries and betrayals. We seek the older secrets, buried deeper and carved on weathered stone. Es wimmelt vor jungen Geheimnissen, Rivalität und Verrat. Wir suchen die älteren Geheimnisse, tiefer vergraben und auf verwitterten Steinen gemeißelt. Your friends, the broken down creatures of this place, they know the old secrets, they know, but they do not tell me. Deine Freunde, die zerbrochenen Kreaturen dieses Ortes, sie kennen die alten Geheimnisse. Oh ja, sie kennen sie, aber sie verraten sie mir nicht. Wirst du mir ein Geheimnis verraten? You have been generous with us. Ja, du warst großzügig zu uns, die Ogre nicken langsam. There is a place below the slums, old, cold, and abandoned, where the city swallows those it wishes forgotten. Es gibt einen Ort unter den Slums, alt, kalt und verlassen, wo die Stadt jede verschluckt, die sie vergessen will. But this place was once part of the city, so was its temple, a site holy to the goddess of distant, forgotten things. Aber dieser Ort war einst Teil der Stadt, so auch sein Tempel, eine Stätte, die der Göttin der Fernen, vergessenen Dinge heilig war, seine Augen glänzen. Ich benötige Vorräte. Ah, Zauberbuch des Spindelmanns. Yay, Versteinerung. Ein Sisyphus Stein. Minus 2% Aktionsgeschwindigkeit und Schaden bei Angreifer wird 15 Sekunden. Wenn Träger im Nahkampf getroffen wird, ist gar nicht mal so schlecht. Bindung der Demütigen kann nur verwendet werden von Mönch. Plus 2 maximale Demütigung. Noch ein Zauberbuch. Schriftrollen, paar Tränke. Amulett der Verwesungsabwehr. Resistenz gegen Gift, Krankheit, Verfall, Angriffen. Guter Zauberstab, gutes Zepter, gute Robe. Obsidianfigur einer Lampe. Beschwört 3 Schatten. Ring der Regeneration. Dieser einfache Drahtring wurde aus lebendem Eisen geschmiedet. Seine Gesundheit wiederhergestellt in alle 6 Sekunden. Und die Weißhexenmaske. Ah, das war immer zu viel. Die Fähigkeit. Pick und Verzweiflung. Die Fähigkeit wird aktiviert, wenn der Träger so sehr verletzt wurde, dass Blut fließt. Gewährt Ringgrims Abstoß des Anlitz. Aha. Sieh nicht hin. Gewährt Ringgrims nervenaufreibenden Terror. Plus 1 auf alle Illusionenkraftstufen. Nö, brauchen wir jetzt gerade nicht. What can I do? I'd be glad to. Trag der... Ah ja, Trag des abstoßenden Antlitzes. Schriftrolle der Segnung, die sollte ich mal benutzen. Geisterschildtränke. Und noch ein Tierchen für uns. So. Rennen wir es erstmal mit Ernesto hier. Ernesto has not seen you before. You must be new. New or very good at disguises. Ernesto hatte ich noch nie gesehen. Du musst neu hier sein, neu oder ein wahrer Verkleidungskünstler. Der Mann kichert. Er betrachtet dich durch seine Halbbrille, sein Gesicht ist hinter einem dichten, aber gut gepflegten Bart versteckt und sein Blick schweift ständig zwischen dir und dem Eingang hin und her. Ah, but you are the one the Roparos speak of. They are most fond of you, but not so discreet. Ah, aber du bist derjenige, von dem die Roparos ständig sprechen. Sie sind sehr von dir angetan und sie sind nicht sehr diskret, was das betrifft. Er wackelt mit einem Finger. Er wendet sich an Tekeo. Ah, another young water mage. Come, see Ernesto's wares. You must spend that extra coin on something.
Ah, ein weiterer junger Wassermagier. Komm und schau dir an, das ist wahr dann. Du musst dein ganzes Geld schließlich für irgendwas ausgeben. Er zwinkert. Forgive me. Do we know each other? Ich Verzeihung, aber kennen wir uns? Ecosy, it seems not. The mistake is mine. Ecosy, anscheinend nicht. Mein Fehler. Das Kissen verschwindet in seinem Bart. Er wendet sich wieder diese Zeit. But how did you hear about this place? Wait, no. Do not tell me. Sometimes it is better not to know. Wie hast du von diesem Ort erfahrt? Warte, nein, verrat es mir nicht. Manchmal ist es besser, nicht zu viel zu wissen. There is something I can get for you, yes? Tell me quietly. Es gibt etwas, das ich dir beschaffen kann, richtig? Sag es mir leise. Er beugt sich vor. Was weißt du über den Spindelmann? Merla, it is a dangerous pest. Merla, diese Kreatur ist eine gefährliche Ratte. Er schlägt die Arme und schüttelt sich. When it dug its lair, it did not even ask permission of their of the boss. Als die Kreatur sich hier einnistete, hat er nicht mal den Chef um Erlaubnis gefragt. The bark beetle makes no appeals to the sparrow, I say. Der Borkenkäfer richtet keine Binde an den Spatzen, sage ich. Ist das alles? Der Chef, du meinst Tireo? If I do, I surely did not say such a thing. Wenn ich das tue, habe ich es auf jeden Fall nicht ganz gewiss nicht gesagt. Er fährt nervös mit der Hand über seinen Bart. But this spindle man, they say it is a mind reader. Aber was diesen Spindelmann betrifft, das heißt, er sei ein Gedankenleser. Das sind alle Vitrax leider. Ist das alles? Er schüttelt den Kopf. They say it is a mind reader. We in Delves Row are simple folk. Quiet folk. Es heißt, die Kreatur sei ein Gedankenleser. Wir in der Graberstraße sind einfache Leute, ruhige Leute. It does not do to have a mind reader nosing among us. You understand me, yes? Da können wir es nicht gebrauchen, dass sich ein Gedankenleser unter uns herumtreibt. Du verstehst mich doch, nicht wahr? Er neigt den Kopf in deine Richtung. Ja, ich brauche Medizin gegen ertrunkene Lunge. Hä? I hope you are not ill. But never mind. If the Mataro come asking, I will not tell. Was? Du bist doch nicht. Du bist doch hoffentlich nicht krank. Aber keine Sorge, wenn die Mataro kommen und Fragen stellen, weiß ich von nichts. Er zwinkert hinzu und tippt sich gegen die Unterlippe. Dabei tritt er einen kleinen Schritt zurück. But Drowner's lung is very serious, very deadly. Aber die ertrunkenen Lunge, das ist sehr ernst, sehr tödlich. Er schleust mit der Zunge und schüttelt den Kopf. The cure is not cheap, but how can one put a price on good health? Dieses Heilmittel ist nicht billig, aber wie könnte man gute Gesundheit mit einem Preisschild versehen? Er grinst breit und wedelt mit 8 Fingern auf der Theke vor dir. If the price seems high, there is a certain little favor you could do for me instead. Wenn der Preis dir zu hoch vorkommt, kannst du mir stattdessen auch einen kleinen Gefallen tun. Er hebt hoffnungsvoll die Augenbraue. Du bist wirklich nicht mein Typ. No, Amico. This is not what I mean. Was? Nein, Amico, so habe ich das wirklich nicht gemeint. Er räuspert sich und lockert den Kragen. Sein Gesicht verfinstert sich. There is a certain merchant here who needs to not be here. Es gibt hier einen gewissen Kaufmann, der nicht länger hier sein darf. Er zieht einen Finger über die Kehle. Sprich weiter. This merchant runs a shop at the end of the street. People know it as the Spindleman. Dieser Kaufmann betreibt einen Laden am Ende der Straße. Die Leute kennen diese Kreatur als den Spindelmann. If you get rid of it, then I will give you the medicine. Wenn du es schaffst, uns von dieser Kreatur zu befreien, gebe ich dir die Medizin. Er nickt. Das Kerzenlicht spiegelt sich hinter seinen Brillengläsern. Hold on, not so fast. Do they call him that because he carries a spindle or because he's got spindly legs? Warte mal, nicht so schnell. Nennen Sie ihn so, weil er eine Spindel trägt oder weil er spindeldürre Beine hat? Beton ignoriert. Edda. Ich benötige Vorräte. Of course. Only do not tell anyone where you got them. Natürlich, aber du darfst niemandem sagen, woher du sie hast. Wow, das ist einmal ein guter Kürass, so wie der aussieht. 10 ist sogar auch schon auf legendär. Hat Erholungsgeschichte von 20. Rüstungswert von plus 5, was ziemlich gut ist. 10 erlittene Treffer. 10% erlittene Treffer, leichte Treffer umgewandelt von Waffen. Mhm. Das hier sind alles gute Waffen. Oh, außergewöhnliche Waffen sind auch dabei. So eine gute Donnerbüchse für den Nahkampf wäre nicht schlecht. Vielleicht irgendwann mal. Aber vielleicht finden wir irgendwann eine.
Betäubungsbombe, Böller, Granate, Schwarzpulver, Dietriche, die rote Hand. Was bist du, eine Arkebuse, eine zweihändige? Ja gut, Arkebusen sind alle zweihändig. Angriffszeit, Nachladezeit. Ungenau, Fernkampfgenauigkeit mit Arkebuse-Angriffen.